Hey Geingamer, was geht ab? Wir sind zurück bei Legend of Grimrock 2. Ich habe es endlich aus den Crystal Mines geschafft. Ich war jetzt nochmal unten und bin alles einfach nochmal durchgegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin nicht alles ordentlich durchgegangen oder habe hier und da einfach Secrets übersehen. Das habe ich jetzt nachgeholt, habe auch immer versucht, euch noch aufzunehmen in der letzten Folge. Es gibt noch eine Sache, und zwar kann man unten einen Meteor hinlegen. Wenn man den auf so eine Steinplatte legt, dann bekommt man einen Meteorenhammer. Und der ist anscheinend super awesome. Und den möchte ich natürlich auch haben. Und der ist aber gar nicht so einfach zu bekommen. Ich zeige euch gleich, warum. Ich habe ihn auch selbst noch nicht gefunden. Erstmal hier Fleisch wieder einpacken. Gibt es da hinten noch Fleisch? Ja. Immer Angst, unser Essen geht uns aus, ja. Und zwar, wenn wir auf die Karte schauen. Es gibt zwei Philosophen, die halt, die irgendwas erzählen. Und einer ist hier, einer ist da. Und wenn man die beiden Linien verbindet, dann findet man einen Punkt auf der Map und an der muss man quasi graben und da findet man den Meteor drin. Und zwar ist es einer im Süden, im südlichen Ende von Keel Breach Bog. Gut, da war ich jetzt noch gar nicht. Und einer irgendwo in Hamlet of Stormbreach. Und wenn man die beiden dann miteinander verbindet, findet man in Sleet Island diesen Meteor. Aber wie wir sehen, war ich noch nicht mal in Keybridge Bock und deswegen kann ich das auch leider noch nicht holen. Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Und ansonsten werde ich jetzt meinen Weg über den Twigbrood Forest, über Forgotten River und Sleet Island zur Cemetery machen, denn da ist noch eine ganze Map, die auf uns wartet. Düster, düster. Aber es ist ein Muss. Denn da geht's auch weiter und ich habe eigentlich schon die richtigen Hinweise dafür gesammelt. Nur war ich halt zu doof, die noch auszuführen oder richtig zu machen, ja. Oh, ich habe mich gerade erschreckt. Ach, die sind ja so windig, ne? Und sind einfach, weil das ja die Gegner vom Anfang waren. So, deswegen machen wir jetzt gemeinsam einen schönen langen Ausflug hier bei Nacht, was natürlich auch ziemlich toll ist, ne? Mein Gott, wie lange spiele ich dieses Spiel schon? Verrückt. Wir müssen da lang. Ah, wisst ihr noch? Das war ganz nett hier. Da wollen wir noch reinkommen. Oh nein, scheiße. Da ist so ein Elementar, aber ich glaube, mit dem hier kann ich das killen. Ah, erstmal sind da noch ein paar Gegner. Haut es jetzt ab, oder wie? Boah, ich mag den Sound nicht von den Elementaren. Das ist blöd. War hier nicht irgendwo die Aufgabe, ich soll die Luft anhalten? Ne, das war, glaube ich, eins weiter oben. Oh, hey. Critical, yes. Immerhin können wir deutlich sehen, dass wir stärker geworden sind. Yay.
Okay, ich weiß noch, hier haben wir am Ende einen Durchgang freigeschalten und jetzt kommen wir zu Sleet Island. Jawohl, ja, und da war doch was. Da musste man Luft anhalten. Ich frage mich gerade, ob wir das schon haben. Und zwar ist hier die Quest tatsächlich, die Luft anzuhalten und hier ganz lang drauf zu stehen. Und ja, man muss wirklich so lang drauf stehen, bis man halb tot ist. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich hoffe, jetzt kommt kein Gegner hier. Ah, Sigrid. Jetzt aber schnell, Kinders, hä? Oh, fast ist meine Mage gestorben. Ich hoffe, jetzt greift uns niemand an. Was haben wir denn bekommen? Antidote. Antidote. Und eigentlich möchte ich den nicht. Das heißt, da ist letzt einer gestorben, als er es versucht hat. Unser Kopf ist noch da. Oh, weh, jetzt kommen wieder die Fliegen. Nee, 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 darauf habe ich ja keine Lust. Gibt's hier einen Durchgang? Ah ja, cool. Und wo gibt's hier eigentlich einen Kristall? Dahin, schön. Schnell dahin, bevor jetzt wieder komische Fliegen kommen, ne? Es war doch jetzt ein wundervoller kleiner kurzer Spaziergang. Und ich freue mich, dass wir wieder unter freiem Himmel sind, ganz ehrlich. Es war schlimm genug. So. Jetzt speichern wir hier mal. Ich freue mich echt, dass die Fliegen nicht mehr da sind. Die waren schlimm. Okay, macht euch gefasst, es wird wieder düster und gruselig. The orders came and the gates closed. The answers were sealed in the archives. Das Ding ist nämlich, wir haben in den Archives haben wir solche Briefe gefunden und die gehören zusammen. Und wenn ich die einfach befolge, dann geht da anscheinend die Tür auf. So. Sealed in this vault are the fragments of a tale that tells of a pilgrim from Xafi. My father passed the story to me and now it is time to pass it forward. He began traveling towards the frozen tundras. The sun was setting. Jetzt würde ich halt gern wissen, wo die frozen Tundras sind. Ist das hier oder wie weit geht's denn hier noch? Ah, als ob das alles noch Map-Teile sind. Frozen Tundras, ja. Ich habe leider keine Ahnung, was. Ist Sleet Island mit Frozen Tundras gemeint? Schieben wir es einmal dahin. Nächster Hinweis. Then he looked at the path leading to the burning hot desert he called home. Er schaute den Pfad entlang, der zu der heißen Wüste führte. Was wird hier unter Wüste verstanden? Ruins of Desarun. Also auf jeden Fall muss der wieder in die Mitte, denke ich. Weitet einfach mal so. Dann muss das ja wieder in die Mitte. Der letzte Hinweis: Finally, the star of the north came to lead the way and he continued to walk along the path. Jo, das war's schon mal nicht. Frozen Tundras, Hot Desert, nördlicher Weg.
Komisch, dass hier keine Mumien mehr gibt. Das kann man jetzt bestimmt, also die Texte kann man jetzt sicherlich total klug irgendwie übersetzen. Aber ich weiß nicht, was mit Frozen Tundra gemeint ist, zumal ich da auch noch nicht war. Also mir fehlt noch der eine oder andere Ort. Tja. Okay, Leute, ich versuche es jetzt anders zu übersetzen. Tundras, kalte, böse Tundras sind doch im Norden. Und hier ist Sun was setting im Westen. Also Norden und Westen. Aber Norden von hier aus oder Norden von hier aus? Theoretisch von hier aus, also Norden. Und dann Westen. Okay, dann. Then he looked at the path leading to the burning hot desert he called home. Jetzt muss ich mal eben lesen. Ja, da die Wüste im Süden ist, müsste es jetzt nach unten gehen. Und dann, finally the star of the north came to lead the way and he continued to walk along the path. Also wieder Norden. Yay! Das hat gut geklappt. Schreibe ich mir das nochmal auf. Frozen Tundras. Norden. Sonne geht unter im Westen. Heiße Wüste. Was war das? Süden und dann der Stern aus dem Norden, also wieder Norden. Da versuchen wir dasselbe nochmal. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer wieder in die Mitte zurückschieben darf, zwischendrin. Jetzt versuchen wir es mal von hier aus. Norden. Westen. Dann hier im Süden. Und dann den ganzen Weg vor nach Norden. Hallo? Hallo? Okay, vielleicht war es doch so rum und ich habe nur irgendwas falsch gemacht. Norden. Ich muss es in die Mitte schieben, anders geht's ja nicht. Westen. Süden. Süden. Norden. Es tut sich nichts. Von wo könnte man denn da noch anfangen?
Dann eben andersrum, Norden. Ah, das war gerade echt creepy, Mann. Norden. Westen. Süden. Ja, Mist. Und nochmal Norden. Warum geht es nicht? Eine weitere Idee bleibt noch, denn hier steht nördlicher Stern und dann läuft er weiter den Weg. Vielleicht ist es nochmal ein Hinweis, der Satz, und dann müssen wir nochmal nach Norden. Okay, wieder auf Anfang. Würde ich wieder so starten. Norden. Westen. Süden. Zack. Und jetzt zweimal Norden. Also jetzt vielleicht noch mal in die Mitte zurück. Und so. Wirklich? Oh Mann, also es lag nur daran, dass jeder eigene Satz ein eigener Hinweis war. Ich wusste ja nicht, dass der letzte Satz hier nochmal meint, oh, mach nochmal Norden. Ich verstehe, was ist, wenn ich das jetzt verdrehe? Okay, bleibt offen. Mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Tschakka. Ich würde sagen, ich beende die Folge und wir gucken da jetzt rein in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Däumchen nach oben da lassen und mich abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Und dann freue ich mich, wenn wir unten in den Kommentaren über das Spiel quatschen können. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Bis zum nächsten Video. Ciao.